Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel des Halleschen FC gegen den SV Waldhof Mannheim am Samstag um 14 Uhr. Trainer André Meyer hat Platz genommen und wartet auf die Fragen der Mitteldeutschen Zeitung. Wir freuen uns. Die Fragen der Mitteldeutschen Zeitung. Hallo. Hallo Kollegen. Den Kleinen musste ich mir geben. Die Rückfahrt von München war sicherlich sehr erfreulich. Der freie Tag auch. Hat sich das jetzt so fortgesetzt in dieser Woche? Wie kriegt man diese Mannschaft jetzt? Kriegt man die noch fokussiert oder sagen die, wir sind jetzt so stark, das wird alles ein Selbstläufer, was jetzt noch kommt? Na, die Fahrt aus München war erstmal relativ lang. Ja, wir haben ja immer davon gesprochen, dass wir einen gewissen Erfolgshunger ja auch entwickeln wollen. Die Ergebnisse zeigen es, dass die Jungs auch ja, eine gewisse Selbstsicherheit jetzt gefunden haben in ihrer eigenen Leistung, aber auch, dass wir mannschaftlich geschlossen Gegner bespielen können und auch punkten können. Und insofern macht es die aktuelle Arbeit ein bisschen einfacher, weil die Hinrunde sicherlich dahingehend, was die Erfolgserlebnisse anging, ein bisschen mau ausgefallen ist. Und ja, die Entwicklung sieht positiv aus. Wie weit wir das treiben können, werden wir sehen. Wir sind aber noch nicht fertig mit unserem Weg und werden schauen, dass wir Tag für Tag dort weiterarbeiten. Es ist nicht so, dass wir ein perfektes Spiel hingelegt haben, auch in München nicht. Und wir wollen weiter dort ansetzen. Und wir haben Samstag mit Sicherheit einen Gegner vor uns, der auch andere Ambitionen hat. Und das wird für uns auch wieder eine Hürde werden, die wir hoffentlich erfolgreich nehmen. Aber da müssen wir auch ein Stück weit noch investieren. Perfektes Spiel fiel gerade das Stichwort. Auch in München nicht. Wie sieht ein perfektes Spiel aus? Ein perfektes Spiel ist ein Spiel, was du über 90 Minuten halt dominierst, ohne dass du zwischendrin mal Phasen drin hast, wo du von deinem Weg abweichst. Ich glaube, wenn man das komplette Spiel nimmt, kann man von einer reifen Leistung sprechen, so habe ich es zumindest formuliert. Wenn du das Spiel in den einzelnen Phasen mal auseinander nimmst, dann muss man schon sagen, dass die zweite Halbzeit beginnt mit einer Großchance für 1860 so. Und das sind halt Dinge, da kannst du natürlich auch mal ein Spiel wegschenken. Es ist nicht so, dass du einen Gegner über 90 Minuten vom eigenen Tor weghalten kannst, das ist auch klar. Aber die Erwartungshaltung ist schon so, dass du über 90 Minuten stabil sein kannst. So. Und wir haben in allen Spielen immer mal wieder die ein oder andere Großchance für den Gegner zugelassen. Wenn du einen Gegner hast, der so eine Chance mal nutzt, dann machst du das Spiel an sich erstmal nicht so einfach. Und dort wollen wir weiter dran arbeiten. Und genauso geht es auch darum, dass du die Chancen, die du dir erarbeitest, dann auch nochmal konsequenter nutzt, um vielleicht frühzeitiger mal ein Ergebnis in die richtige Richtung zu drücken. Es gibt die Rückrundentabelle. In der Rückrundentabelle liegt der Hallesche FC einen Punkt vor Waldhof Mannheim. Seid ihr jetzt Favorit gegen Mannheim? Mit Tabellen beschäftige ich mich nicht. Ich wurde auch am Wochenende schon. Formtrend und alles sowas. Ja, am Montag wurde ich schon wieder mit irgendwelchen Statistiken konfrontiert. Ich bin da mal relativ weit weg. Ich habe unser kleines Universum, damit sind wir genug beschäftigt. Ich habe es gerade schon gesagt, also Mannheim ist halt eine Mannschaft, die hat halt eine klare Ambition formuliert für die Saison. Sie wollen es nochmal wissen, sie wollen oben attackieren, sie wollen aufsteigen, haben jedes Spiel jetzt als Endspiel ausgegeben und deswegen wird das hier, glaube ich, erstmal eine Nummer, die du erstmal bespielen musst. Und das Selbstbewusstsein, was wir aktuell haben, wird es aber für den Gegner nicht einfach machen. Favoritenrolle hin oder her, wenn du die Tabelle jetzt aktuell ansprichst, dann steht, glaube ich, Mannheim vor uns mit einer klaren Ambition. Und wir für uns wollen halt die Dinge besser machen, die wir noch nicht gut gemacht haben und trotzdem weitergehen unseren Weg, sprich den erfolgreichen Weg. Und dann werden wir sehen, was am Samstag nach den 90 Minuten dann auf der Anzeigetafel steht. Was macht man mit einer Mannschaft psychologisch, die gefühlt in der Hinrunde in gewissen Phasen 10 Minuten, 15 Minuten kaum einen Ball zum eigenen Mitspieler bekommen hat. Und jetzt sieht man eine erste Halbzeit in München, wo praktisch gefühlt 95% der Pässe ankommen, kurze und alles sowas. Also was ist da passiert? Was macht man als Trainer mit so einer Mannschaft, dass die plötzlich im Kopf wieder daran denken, dass sie Fußball spielen können? Was man da macht? Trainieren. Trainieren.
Dinge, die man auf dem Spielfeld sehen will, die trainiert man. Und wir haben das von Tag 1 an, der Ball stand bei uns im Mittelpunkt. Wir wollten mehr Ballbesitzphasen haben in der Hinrunde, weil das natürlich zwei Dinge mit sich bringt. Zum einen hast du, wenn du selber den Ball hast, erstmal Kontrolle über das Spiel und der Gegner kann erstmal kein Tor schießen. Zum anderen kannst du mit dem Ball dann vorwärts agieren und selber Tore schießen. So, das war unser Grundansatz. Ich habe es ja formuliert, dass wir gerne viele Tore schießen, auch mit dem Risiko, dass wir mal hinten eins bekommen. Und das ist halt im Kopf erstmal ein Schalter, den wir umgelegt haben. So, und dass Fehler passieren können, das ist menschlich, das passiert nicht nur im Fußball, sondern auch abseits vom Fußballplatz. Und das Zugeständnis gebe ich den Spielern, so, dass man Fehler machen kann. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Und daraus ergibt sich halt schon ein Selbstbewusstsein und ein Miteinander, was sich dann auch Richtung Vertrauen dann auch entwickelt hat. Und man merkt es einfach, die Jungs haben auch Bock drauf. Es gibt nun mal nur den einen Ball und den wollen wir in unseren eigenen Reihen haben. Was ich ja gerade am Montag in der ersten Halbzeit, da war eine riesen Passqualität halt auch drin. Und dort wollen wir uns noch weiterentwickeln. Wir wollen es inhaltlich weiter aufarbeiten. Wir wollen Stück für Stück uns noch nach vorne entwickeln. Bleibt dabei, wir haben immer noch Potenzial, um das weiter auszureizen. Und ja, wir arbeiten jeden Tag dran und der Ball steht bei uns im Mittelpunkt. Einer, an dem man das festmachen könnte, ist Marcel Tic-Rivero. Gab es da mal irgendwie ein persönliches Gespräch? Habt ihr euch mal ausgetauscht? Gibt es da irgendwo einen Moment, wo man sagt, also ich habe gespürt seine Unzufriedenheit und also haben wir das und das mit ihm gemacht und jetzt ist er ja wirklich ein Lenker im Mittelfeld, oder? Gespräche haben wir mit allen Spielern geführt. Ich habe weniger in der Vergangenheit versucht, rumzuwursteln, weil die Dinge kann ich nicht beeinflussen. Wir haben eher eine gegenseitige Erwartungshaltung formuliert. Und bei Tic ist es halt so, dass er jetzt gerade in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, natürlich gut zur Geltung bekommt mit seiner Ruhe, mit seinen technischen Voraussetzungen. Strahlt er da gerade viel Offensivdrang auch aus, so, und bringt auch viel Ruhe mit rein. Und ja, wir haben, glaube ich, ein gutes Puzzlestück zusammengeführt, was aktuell dann auch in dieser Form dann auch in Richtung Ergebnisse sich niederschlägt. Puzzlestück, ein Puzzleteil fehlt oder muss ersetzt werden durch die Verletzung. Die Sperre von Niklas Kreuzer wird ein Mann für die rechte Außenbahn gesucht. Kandidaten? Sebastian Bösel, Niklas Kastenhofer, wer kommt als Erster dafür in Frage? Das zeigt sich jetzt im Training noch. So, also ja, Niklas wird am Wochenende nicht auf dem Platz stehen, das wird aber auch von Spiel zu Spiel immer so sein. Wir haben verschiedenste Dinge durchgespielt, haben uns auch in der Phase, ja, wo wir noch, ich sag mal, in der kurzen Vorbereitungszeit waren, haben wir uns mit unterschiedlichen Kandidaten beschäftigt, wer wo spielen könnte. Es gibt zwei, drei Optionen mit unterschiedlichen Positionsprofilen, so, die unterscheiden sich schon, die Jungs, voneinander. Wir werden das auch einen Tick an den Gegner dran ausrichten, was da am besten zueinander passt. Und ja, haben jetzt aber keine Bedenken, dass das jetzt irgendein Problem darstellt mit Blick auf das Endergebnis, sondern die Jungs, die jetzt dort in die Position rein wollen, die haben vollstes Vertrauen. Und dann werden wir sehen, wie das am Ende im Detail dann aussieht. Nochmal, die Jungs unterscheiden sich alle. Schauen wir mal. Warum habe ich diese Antwort erwartet? Ich würde die Aufstellung dann Samstag beim Spiel geben. Deswegen. Nun, die andere Sache mit dem Ausfall von Niklas Kreuzer ist natürlich, es wird ein Standardschütze gesucht. Ist dann Tic-Rivero derjenige, der das jetzt übernimmt? Zwangsläufig, hat sich ja schon in München und in den letzten Spielen stand er ja auch bei Ecken schon oft daneben und bei Freistößen. Auch da habe ich jetzt irgendwas gehört, dass wir in der Hinrunde ja Standards gut waren und jetzt aktuell haben wir eher die Schwerpunkte woanders hingelegt. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, dass sich ein anderer dort mal ein Herz oder eine Möglichkeit hat, da auch mal ein Erfolgserlebnis zu feiern. Wir haben mit Tic jemanden, der gute Standards schlägt. Wir haben mit Jürgen Guttau jemanden, der gute Standards schlägt. Also auch da sind wir breit aufgestellt. Wir haben verschiedenste Dinge auch da im Training immer wieder besprochen und trainiert. Und auch da wird es so sein, dass wir das wieder auf mehrere Schultern verteilen, so wie es auch in allen anderen Personalsituationen immer gehandhabt haben. Letzte Frage. Wie viele Punkte sind für einen Klassenerhalt noch nötig?
Werden wir nach dem 38. Spieltag sehen. Ist jetzt wieder eine, was soll ich sagen? Ich kann es nicht durchrechnen. Für uns ist entscheidend, wir freuen uns über die aktuelle Phase. Wir haben Punkte geholt, die vielleicht uns nicht zugetraut worden sind. So von der, ja, von den Fakten her, die auf dem Papier stehen. Wir wollen weitermachen. Wir wollen uns weniger von der Tabelle treiben lassen und uns jetzt irgendwelche Ziele setzen, sondern unser Ziel ist es, besser zu sein als an dem Spieltag vorher. Und da haben wir schon noch ein paar Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Das hört sich zwar wieder so ein bisschen nach Floskel an, ist aber so. Ich glaube, dass der Weg uns so gut tut, wenn wir dabei bleiben. Und alles andere wird man am Ende halt sehen. Und für uns ist halt wichtig, wir haben jetzt wieder ein Heimspiel. Ich hoffe, dass der ein oder andere Zuschauer mehr wieder ins Stadion noch reinkommt und auch seinen Teil wieder dazu beiträgt. Das Erlebnis gegen Zwickau war ein tolles Erlebnis. Die Jungs brauchen das auch. Und ja, am Ende des Tages, heute sind wir noch nicht in der dritten Liga nächstes Jahr. Und wir müssen alle daran arbeiten, dass es nächstes Jahr so sein wird. Wir dürfen uns nicht blenden lassen von den Ergebnissen jetzt. Wir nehmen das mit. Wir tanken Mut dadurch und Selbstbewusstsein, aber wir sollten uns nicht blenden lassen. Ein paar Schritte müssen wir einfach noch gehen und wir würden gerne am Samstag weitermachen und die nächsten drei Punkte einfahren. Gibt es personell vielleicht noch Update? Gibt es Fragezeichen, Wackelkandidaten, Blessuren? Genau, also bei Niklas Kreuzer, wie gesagt, ist gesperrt, hat er aber auch Rückenprobleme, ist schon mit Rückenproblemen gegen 60 München auf den Platz gegangen. Insofern jetzt die Pause kommt auch zur richtigen Zeit. Bei Jonas Niedfeld ist es so, dass er hatte in der Vorwoche ja schon muskuläre Probleme. Die hatten sich jetzt logischerweise nicht verbessert beim Spiel gegen 60. Er hat jetzt erstmal ein individuelles Training absolviert, dosiert und wird hoffentlich morgen wieder voll das Abschlusstraining mitmachen können mit Blick auf Samstag. Dahingehend erstmal noch ein Fragezeichen. Alle anderen, Yannick Steinmark ist wieder zurück im Mannschaftstraining. Tom Bierschenk, Justin Eilers aus dem individuellen Training raus, haben das erste Mannschaftstraining jetzt mitgemacht. Also auch da, der eine oder andere ist wieder zurück. Gut, dann war es das. Dankeschön, Trainer. Danke der Mitteldeutschen Zeitung, Christoph Karpe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.